Guten Morgen. Ausgeschlafen. Wie nah soll ich rankommen? Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ausgeschlafen. Es ist 11 Uhr. Nee, halb elf. Halber Vlog ist schon fertig geschnitten. Wir fahren jetzt rüber ins Hotel. Dann werde ich den Rest fertig schneiden. Die Mädels werden wahrscheinlich ein bisschen ab in den Pool jumpen. Und heute gibt es um 14 Uhr das nächste Testspiel. Und um 18 Uhr das übernächste Testspiel. Das dritte. Genau. Da gehen wir heute mit. Gibt schön wieder so Stadion-Vlog-mäßig. Und heute Abend ist der Fanabend mit der Mannschaft. Und dann nehmen wir euch natürlich auch mit. Also viel Spaß, abonniert die Glocke, liked den Daumen und schreibt einen Kommentar. Pussy. Ich bin echt gut mit meinem Finger. Fertig geschnitten, wir haben es, wie spät haben wir es? 12.20 Uhr. Heute mal Video 13 Uhr statt um 10, dafür ausgeschlafen. Wir sind glücklich, wir sind gut gelaunt und wir sind fit. Da hinten ist Luki. Moin. Und jetzt geht's los zum Stadion. Da spielen wir jetzt gegen Huddersfield. Und das erste Spiel für heute, das wird auch nochmal so ein richtiger Hassel werden. Zwei Spiele nacheinander, alles mit Filmen, dies, das, Ananas. Aber von nichts kommt nichts. Von daher gehen wir jetzt rein in die Olga und geben uns das nächste Spiel, Freunde. Also, viel Spaß. Ja, grüß dich dort. Guten Tag. Hallo. Hallo. Bist du jetzt fertig? Ja, schon lange. Können wir jetzt los? Ich warte nur auf euch. Jetzt zum Spiel. Hab Bock. Bin heiß. Bin ausgeschlafen. Dies, das. Ja, warten, 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 was? Warten. Lecker, lecker, lecker. Good morning. Good morning, family. Wollen wir noch mal kurz reden, wie wunderschön dieses Panorama hier ist eigentlich? Viel zu selten erwähnt, aber das ist wirklich jeden Tag ein kleines Träumchen, hier rauszukommen. Das zu sehen, allein dafür lohnen sich die 10 Tage hier schon, Freunde. Ich wiederhole mich. Es ist und bleibt traumhaft schön hier. Ich glaube, man gewöhnt sich krass dran, wenn man hier lebt. Aber so als Stadtmensch, das ist schon geil. Wir sind angekommen hier im Stadion. Rennen wir mal durch hier durch die Mengen. Schon richtig voll hier. Aber wir gucken mal, was Andi und Co. so treiben. Hier werden die Torhüter schon mal richtig eingeheizt. Und da kommen die Spieler, Freunde. Stark. Hier, schaut's euch an. Kaiserwinkel Arena in Kössen. Wir sagen, gehen mal rein, oder? Freunde, auf die Plätze, fertig, los. Mir schmeckt. Stark, zahlt sich Standardtraining schon mal aus jetzt. Geil. Stark durchgesetzt von Palko und stark verwandelt von Schuler. Endlich, Alter. Bis dahin ganz schön dünne hier. Wir haben Halbzeit. Bisher ganz schön dünne Leistung. Eine Einzelaktion von Palko bringt uns quasi das 1-1. Ansonsten in der ersten Minute eine gute Chance gehabt, aber das war also so eine richtige Idee kriegt man hier nicht zu sehen. Ob mal das zweite Halbzeit besser wird. Ne? Thank you.
So, erste Testspiel haben wir hier hinter uns. 2-1 verloren und es war gar nicht mal so gut. Es fehlt noch, da hat es wirklich an einigem gefehlt. Aber jetzt geht es weiter zum zweiten Spiel. Wir machen uns jetzt auf den Weg, wir müssen aber erstmal was trinken und eine Kleinigkeit futtern. Und dann geht es ab ins andere Stadion rüber, halbe Stunde. Und dann geht es ab zum zweiten Spiel gegen Cardiff. Also, let's go. In St. Johann sind wir angekommen, haben jetzt 5 Stunden Parkplatz gesucht, haben jetzt einen gefunden auf dem VW Service Parkplatz, auf gut Glück. Wenn nicht, kommen wir halt ohne Auto nach, irgendwie nach Hause, sage ich. So, dann mal ab zum Stadion jetzt. Testspiel Nummer 2. Hier hochqualitativ gezogene Linien. Besser kriegen wir es auf dem Fliesentisch auch nicht hin. Sehr schön hier. Schaut euch an. Wunderschön mal wieder. Wenn, Alter, jetzt stell dir vor, du könntest hier jeden Tag, jede Woche vor so einer Kulisse spielen. Das wäre so nice. Harris, ich liebe dich. Tja, warte, ich gehe ins Tor. Okay, let's go. Ah, easy. Und los. Oh, unhaltbar. So, komm, wir gehen wieder nach vorne. Er kann es noch. Wir gehen rein in das letzte Testspiel des Trainingslagers. Hoffentlich besser als das erste Spiel, Freunde. Heute spielt die, jetzt spielt die erste Mannschaft, oder beziehungsweise vermeintlich erste Mannschaft. Wir starten. So, Fazit zur ersten Halbzeit. Kurz. So möchte ich Hertha immer sehen. Ganz ehrlich, mit diesem Team musst du eigentlich aufsteigen. Ich lehne mich aufs Fenster, wir steigen damit auf mit der Mannschaft. Wollen wir jetzt eine Prediction machen und ich sage, ich halte dagegen? Oder? Wenn wir nicht unter die Top 3 kommen, haue ich nächste Saison, also für die Nacht in die Saison, 100 Freikarten raus. 100 Freikarten für welchen Block? P4. 100 Freikarten P4, wenn wir aufsteigen. Dann für die erste. Wenn wir nicht aufsteigen. Wenn wir nicht aufsteigen. Ja. Wenn wir nicht aufsteigen, dann für die übernächste Saison quasi 100 Freikarten Block P4. Dennis Schiller. Weil ich mir so sicher bin. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Letzte Halbzeit in diesem Trainingslager. Vielleicht sehen wir nochmal das ein oder andere Tor. Ich würde mich freuen und ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Ne? 3, 2, 1, Abfahrt. Okay.
Das war das letzte Testspiel im Trainingslager. 1:1, mal wieder in der letzten Minute oder in den letzten 5 Minuten das Gegentor kassiert. Es bleibt also alles beim Alten. Trommelfell kaputt. Es bleibt alles beim Alten. Trotzdem gute Ansätze gesehen jetzt mit der vermeintlich ersten Mannschaft. Wir gehen jetzt zum Teamabend. Das hat Spaß gemacht und jetzt gibt's Party. Party, 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 Party. Also hier sind echt viele Menschen. Und da wird es relativ schwer, gute Aufnahmen zu machen, weil viele von den Menschen wollen nicht gesehen werden. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, was so geht. Der Fanabend ist in vollem Gange. Der Fanabend ist in vollem Gange. Es ist sehr schön, sehr angenehme Stimmung. Und alle Spieler sind da. Es ist sehr, sehr schön. Es ist sehr voll. Wir genießen jetzt noch den Rest des Abends. Das war's mit dem Video für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Morgen letzter Trainingstag. Und übermorgen gibt es dann noch eine kleine Überraschung, meine lieben und Freunde. Und Sommerrodelbahn. Und morgen noch Sommerrodelbahn, genau. Genau, das war's für heute. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, läutet die Glocke, Kuss auf die Nuss, abonnieren statt masturbieren und haut da rein, Brian. Und nicht den Finger vergessen. Schüsseldorf, San Francisco, bis Dänemanski. Tschüss. Magrafix jeden Tag in Österreich für euch am Start. Lasst gerne den Daumen da und abonniere den Kanal. Hey, Magrafix jeden Tag.